Nein, oh Mann. Na, was geht? Ich speichere jetzt erstmal. So, warte mal. Wie geht das? Nee. 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 Es muss doch irgendwie möglich sein. So. Speichern. Na, wie geht's euch? Habt ihr Bock heute? Wieso denn Level. Spielstand 3? Ach so, ich habe beim letzten Mal übrigens Autosave geladen, weil ich gedacht habe, das ist cooler. Deswegen, das ist so die Problematik gerade. Okay, wir haben ja dieses kräftige Masala, das müssen wir an irgendjemanden verramschen hier. Ich habe übrigens auch nicht off-cam da diese Zauber verstärkt, weil. Mal ehrlich, Leute. Das mache ich nicht. Das müssen wir irgendjemandem hier geben. Das machen wir später. Das haben wir ja noch Zeit. Geht noch. Und die Schwarzwälder. Die Flussläufer Pink, Wurst, Gesicht, Blam, Blam, Blingsbums. Hitzegrotte. Nie gesehen. Machen wir heute. Wahrscheinlich auch nichts drin. Aber ist egal. Vielleicht einen Knuffi, den wir wieder mitnehmen können. Das wird toll. Dann haben wir noch mehr davon. Ich frage mich übrigens, ob die Stress machen. Ich meine, man kann. Es gibt ja auch nicht alle Leute können die ja sehen. Einige können das ja nicht. Das ist wieder so eine typische Dragon Ball-Geschichte. Man muss schon warm. Ein reines Herz dafür haben. Und dann geht das. Obwohl, das hat jetzt schon ein bisschen gedeichselt hier, meine Super-Schockwelle. Ja, das ist schon. Es macht schon Sinn, das, die Upgrades zu machen. Vor allem, weil ich Wuchskopf ja eigentlich immer nur X drücke und fertig. Und es macht ja im Endeffekt nicht so viel Sinn, nur mit Level 1 Attacken hier durch die Gegend zu wackeln. Naja. Aber wir haben ja quasi das Spiel dann durchgespielt. Haben wir ja gemacht. Es wird wahrscheinlich im Postgame irgendwie so eine blöde Mission noch geben, wo du dann wirklich so einen Dungeon-Krams machen musst. Das gibt's doch immer bei jedem Spiel. Sehen wir mal die Tatsachen ins Auge. So. Ja, guck mal. Zack. Zack. Aber das ist ja bei Evan auch ein bisschen Quatsch gewesen. Da könnte ich ja diesen Feuerball verstärken. Und den benutzt man ja einfach gar nicht. Es sei denn, durch das Upgrade kriegst du noch was anderes freigeschaltet, was du dann auch noch benutzen kannst und was noch 100-mal besser ist. Das wäre doch klasse, aber so. Also, es könnte mir einfach wenig egaler sein, ehrlich gesagt. Ja, das tut mir eigentlich auch leid, aber ja. Ich meine, wenn ich da einfach sagen könnte, so 15 Punkte da reinbuttern und fertig, dann wäre ja cool, aber. In dem Fall nicht. Das ist ja nicht cool, wenn ich jedes Mal dann. Wenn er jedes Mal. Oh, eine neue Fähigkeit. So eine halbminütige Animation jedes Mal. Und dann denke ich. Ich meine, dann weißt du auch, was du gemacht hast. Aber im Endeffekt, ich meine. Was bringt mir das im Leben? Schätze, soweit das Auge reicht. Ist mir egal. Ich will hier einfach raus. Ich will einfach weiter. Eine Bahn Samtstoff. Es sei denn, es gibt irgendwelche Items, die ich nur hier finde. Gefahrenniveau 1. Was habe ich eigentlich für einen Kringel um mich drum rum? Carbonknarre. Ich habe gerade Carbonara irgendwas gelesen. Luna Coca-Cola. Aber das ist schon geil, wenn wir hier so viele Schätze haben. Und die Gegner nicht so krass drauf sind. Ja. Die Wegfindung ist aber auch schon ein bisschen doof jetzt. Ich will es ja eigentlich relativ fix hier durchkriegen. Guck mal, wenn die nicht Stress wollen, dann will ich auch keinen Stress machen. Finder an. Finder aus. Ja. Ah. Ach, so ist das. Jetzt kapier ich's. Ich habe mich schon gefragt, was ist das für ein Ding? Aber diese Schatzkisten, ja. Ich könnte es ja machen, ne, aber. Detektorkette. Dekolette. Bums! Okay. Diese Punkte hier sind, glaube ich, ein bisschen wichtig. Ich gehe aber immer Richtung Tür. Sofort.
Nein, na gut, da hätte ich jetzt einfach auch durchgehen können. Und wäre das Graveyard Keeper, müsste ich vorher alles erledigt haben. Erst dann geht's zur nächsten Ebene. Nee, das ist hier anders. Das finde ich ganz gut. Ich meine, die hätten es ja auch so machen können, dass ich alle Gegner erst weghauen muss und dann geht's erst weiter. Aber dann... dann wäre meine Weigerungshaltung, glaube ich, noch ein bisschen stärker gewesen. Weil sie ist auch da jetzt, gebe ich zu. Na, was gibst du mir? Ich möchte etwas kaufen. Hm. Im Besitz. Irgendwas, was ich nicht habe. Nee. Besitze ich alles. Dann ist mir das auch egal. Kieselstein, raffinierte Schnur. Das sind schon gute Sachen, die es hier gibt, ne? Zu schade, dass wir hier einfach durchrennen werden, weil der Levelbereich einfach auch so ist. Wenn er jetzt auf Gefahrenstufe 2, 3, 4 ansteigt, dann könnte es für uns sogar knifflig werden. So. Mit 5 Traumkugeln? Nee. Ich meine, die 30% runter, die sind es einfach auch nicht wert. Nächste Ebene. Jo, macht doch ganz, ganz, ganz viel Sinn. Noch die nächste Ebene. Ich weiß nicht, wie viel sind das eigentlich? Kann man sich das auch anzeigen lassen? Stimmt. Okay, alles klar. Die gleiche Ebene nochmal. Los geht's. Zack. Aber es ist ja freundlich, dass die Viecher mich nicht angreifen. Hätte ja sein können, dass sie mich verhauen wollen. Ne? Aber tun sie nicht. Die sind so richtig geschmeidig und brav und lieb und sind die ganze Zeit nur am Lauern. Bogenmonster. Na, guck mal. Die wollen hier eigentlich auch nicht sein. Ich meine, was gibt denen das denn? Die sind mitten in der Höhle. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die hier vorbeikommen. Bis auf diesen blöden Händler, der einfach auch nur Wolle dabei hat. Und dann denken die sich auch, ach, ist mir eigentlich auch egal. Sichere Ebene. Das bedeutet, die nächste ist es nicht mehr. Doch, warte mal. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass das jetzt die Endgegner-Ebene sein wird, aber ist egal. Wasserangriffe wirkungslos. Ich liebe sowas, ja. Das. Ach, hi, wer bist du denn? Ja, jetzt habe ich mich direkt erschreckt. Du kannst meine Stimme hören. Ich habe schon seit Jahren mit niemandem mehr gesprochen. Wie lange es wohl her ist, bis ich gestorben bin? Dass ich gestorben bin? Ah, ich möchte mich dafür erkenntlich zeigen, dass du mich eigens angesprochen hast. Hier, hoffentlich ist dir das irgendwie von Nutzen. Ein rotes Prisma. Du bist ein netter Geist. Danke. Danke. Ich kauf 3 Flaschen. Danke. Ich kauf diesen. Danke. Und dein Nachbar auch, welcher ist egal. Muss ich da unten runter? Ich hoffe nicht. Da ist eine Kiste. Mach auf. Okay. Ein Flakon Arheimido. Oh, 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 oh. Flakon. Flakon. Das ist auch so ein Wort. Immer noch in unserem Sprachgebrauch drin, aber keiner weiß warum. So, jetzt ist hier Ebene 8. Mehr Fundgegenstände, ja. Ich bedanke mich bei meiner Mutter. Die hat übrigens heute Geburtstag, da muss ich gleich noch anrufen. Das wird gut. Endlich mal wieder telefonieren. Ich hasse es zu telefonieren, das ist... Ich mag das nicht. Ich weiß auch nicht, das ist... Findet ihr das gut? Früher immer... Ich weiß nicht, ist das heutzutage bei Mädchen auch immer noch so? Telefonieren die auch den ganzen Tag? Oh, Cynthia, ich habe dich ja zwar gerade in der Schule gesehen, aber ich muss einfach heute Nachmittag noch 3 Stunden mit dir quatschen, weil gehört sich so. Mein sozialer Habitus erfordert das von mir. Hast du das Spiel? Hast du nicht den Spieler? Ja. Aber ich bin ja nicht besser. Ich bin ja 3 Stunden auf dem Nachmittag hier die Traumräume am Abgrasen. Ist ja auch nicht unbedingt qualitativ hochwertiges Programm hier. Da, schau mal, die nächste Tür. Ich bin aber froh, dass wir noch auf Gefahrenstufe 1 sind. Wir machen das ja relativ fix hier. Wir greifen nichts an. Wir gehen einfach durch. Andere werden wahrscheinlich sagen, oh, hoi. Hier kannst du ja Sachen machen.
Sichere Ebene. Gibt der Finder mir eigentlich irgendwie einen Malus? Ist das A in Malus eigentlich wirklich lang? Oder heißt es Malus? Jetzt unsicher. Ach, da muss ich gleich mal im Wörterbuch nochmal nachgucken. Sehen wir dann, ja. Oh, ein Bonus ist ja eigentlich auch kurz. Deswegen sprechen wir alle falsch aus, weil wir Idioten sind. Nee, ich mache jetzt nicht noch eine Kiste auf, das interessiert einfach nicht. Wo ist denn die Tür für den Ausgang nach draußen? Ach, das ist... Jetzt wird es ziemlich knifflig, wenn wir jetzt hier zwar Luftlinie alles gut angezeigt kriegen, aber das nirgendwo hinführt. Dann... Na? Im Moment ist alles normal im Step. Jetzt reicht's. Ich könnte mit diesem Typen da oben reden. Ich könnte ihn aber auch ignorieren und das voll gruselig finden, dass hier ein Typ einfach in meinem Traumraum steht. Ah, es geht. Ja, auf zur nächsten Ebene. Ja! Vorfall hat mich angeschrieben, er würde eigentlich gerne mal ein Spiel machen, so ein RPG-Mega-Spiel, was so ein bisschen dieses Konzept hier aufnimmt, aber je mehr ich das jetzt gerade spiele, desto mehr denke ich, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ich meine, wir sind in Ebene 13 und der Unterhaltungsfaktor ist einfach nicht mehr da. Ist einfach dann vorbei. Wie viele Ebenen hat der Kapuff denn? Weil wenn das wirklich so an die 70 sind, dann mache ich das nicht. Ich bin einfach auch ein Weltmeister im Quengeln manchmal, finde ich. Aber ich finde, das hat auch einen guten Grund. Das habe ich alles bei Fuki abgeguckt. Der mault auch immer. Aber nur. Ich wollte mal demnächst einfach... Ich habe ja jetzt neue Schnapsgläser gekauft von Supernatural, die sind ja super geil. Und da wollte ich demnächst einfach mal ein Fuki-Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn der starke Mann aus Rostock mault, oder irgendwas doof findet oder jemand beleidigt. Nee, einfach nur, wenn er meckert über ein Spiel, dann gibt es erstmal einen Schnappes. Und das dauert dann irgendwie 10 Minuten und der Maddie fängt an, seinen Vornamen zu singen. Ja, so wird's laufen. Was ist denn mit dem Ding hier? Ich will nicht, das will ich doch nicht aufmachen, wenn das Geld kostet. Free. Raus im Zwergenmarsch. Hey, komm. Jetzt ist... Hier ist aber jetzt auch ein bisschen Schikane mit dabei, ne? Gute Frau, sagen Sie mir, wo ich weiterkomme. Ein Drei-Blätterkraut. Das hast du hier gefunden. Und ich soll dir das glauben. Danger, Danger, High Voltage. Na gut, ich gehe jetzt einfach mal schnurstracks da zur blöden Tür hin. Ich meine, ich glaube, ich bin jetzt gerade ganz lange in die falsche Richtung gelaufen, weil ich gedacht habe, ich muss hier irgendwie... Nee! Ich will jetzt nicht gegen alle von euch kämpfen. Das dauert zu lange. Okay, das mit diesen... Warte mal, kann ich das eigentlich noch machen? Warte mal. Warte. Nee! Ausrüsten? Ist das hier? Stoßwelle. Entriegeln. Stoßwelle. Potenzial 40. Ah, okay. Ja, vielleicht mache ich das doch mit dem Hochleveln hier. Ja, nicht. Na, no, komm, Jungs. Ihr habt doch ohnehin keine Chance. Ah! Wölfi! Jetzt ist das hier mit dem Gefahrenniveau nämlich auch ein bisschen kritisch. Wenn die mich alle angreifen... Aber was ist denn hier noch? Ey, Kumpels. Ist hier noch was? Nee. Ach, das ist so ein bisschen wie bei Quest 64, diese eine blöde Höhle. Das ist so der Noob-Filter. Da muss ich dich zum ersten Mal die Streu vom Weizen trennen. Was bist du denn für eine? Ein Wasserkristall, das ist nett von dir, kleiner Wicht. Jetzt geh wieder spielen. Ich mach das hier schon.
Ja, das kann ja natürlich sein, dass ich hier sowas übersehen habe. Okay. Ein gebogener Knochen. Und der glänzende Ring der Stärke 2. Das ist doch klasse. Ach, guck mal einer an. Das ist doch etwas, was ich jetzt brauche. Ja, genau. Sammeln mal schön diese Punkte hier auf. Und dann fahren wir alle nach Jefa. Ja. 5 von den Dingern. Ja, jetzt sind wir nämlich wieder auf Stufe 1. So habe ich mir das vorgestellt. Ach, hier war das. Das habe ich einfach nicht gesehen, als ich beim letzten Mal hier lang gegangen bin. Okay. Dann hätten wir das ja volle Möhre schnell fertig machen können. Volle Möhre schnell, Digga. So, jetzt haben wir 15 Minuten lang nur Traumraum gemacht. Ja, ha, 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 ha. Heute ist wieder gut. Heute ist schön. Heute macht Spaß. Heute haben wir lustige Gedanken wieder, ne? Yeah. Und da ist der Fettsack mit dem Riesenschädel. Oder ist das seine Frisur? Ne, ist seine Frisur. Junge, schneid dir mal die Haare, meine Ohren! Nee, Oinking! Spindet Oinking! So, ich will einfach nur mal ein bisschen Combo drücken hier. Der Rest kommt dann von alleine, hoffe ich. Aua! Ja, jetzt ist er mitten im Bild. Will er das? Ausgezeichnete Frage, Herr Baron. Willst du dann mitten im Bild sein? Nee, ne? Ja. Hätte sich wahrscheinlich auch mal kämmen können oder sowas. So, die Kiste ist mir auch egal. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Das weiße Traumfragment erhalten. Jawollo. Kann ich mir angucken, welche ich schon habe? Dann ist das für mich einfacher, nachzuschauen, wo ich noch hin muss. So, wie viel Geld kostet das? 30. Habe ich nicht. Ist egal. Raus hier. Tschüss. Bis dann und ciao. Ja, erstmal stretchen. Du hast alle Ebenen erobert und bist unbeschadet entkommen. Ja, wunderbar. Das freut mich doch. Da speichere ich erstmal einen ab hier. Erstmal schön einen abspeichern hier. Das ist wichtig. Uiuiui, überleg mal. 74 Stunden sind wir schon an dieser Geschichte hier dran. 74 Stunden. Das heißt, das Geld, das in dieses Projekt reingeflossen ist, von Theoretiker, Dankeschön nochmal, ist eigentlich sehr gut angelegt. Wenn ich jetzt noch immer eine gute Laune gehabt hätte, dann sind jetzt sogar Leute. Aber das ist es ja. Du musst eigentlich immer gute Laune haben. Das ist, ich glaube, das ist so ein Patentrezept. Ich müsste mal irgendein Essen finden, das mich total gute Laune macht. Ganz egal, was passiert. Aua. Los, Suzi. Mach mal fertig hier. Suzi. Rache für Suzi. Du musst doch jetzt Gulasch. Komm, fertig. Du kannst dich direkt zu deinem Kollegen hier gerade legen. Geht's hier raus? Nee. Hätte mich auch gewundert. Hier geht es nicht raus. Warte mal. So lang. Tja, der Medi, der ist nicht bei der Sache. So. Und ansonsten ist ja auch alles cool. So, geschafft. Hitzegrotte erledigt. Hitzegrotte direkt neben dem Wasser hier auch, ne? Dass sie ihre Hitze so behalten kann, finde ich schon bemerkenswert. Und dann gehen wir mal unser Schnitzel verkaufen. Schnitzel. Aber vorher hauen wir ihm noch einen auf die Fresse. Sollen wir das noch eben machen? Komm. Ich meine, das sieht ja... Besessenes Monster Level 65 und dann noch so ein Sandwurm. Ich hab das Gefühl, dass das nix wird. Die sind ja immer so ein wenig kratzbürstig. Gegen die haben wir ja schon oft gekämpft und oft richtig hart kassiert. Oh. Ja, wässriger Masala, bitteschön. Lass es dir schmecken, guter Mann. Das hast du dir verdient. Aber du hast es wirklich dabei. Unglaublich, wenn man das träumen kann, kann man das auch schaffen. Habe ich recht? Jetzt ist Fütterungszeit. Oh, dieser Duft, diese Konsistenz. Ich schließe meine Augen, sehe die Vergangenheit an mir vorüberziehen.
Ich sehe ihn, der Ort, an den ich nie mehr zurück kann. Es ist wie ein Traum. Oh, geliebte Heimat. Ich bin tief bewegt. Vielen Dank für das Mahl. Ah, diese Andeutung von Würze, wie der Traum eines Pfefferkorns. Da kommen Erinnerungen hoch. Ist das der Grund, warum du immer unterwegs bist, weil dein Heimatland untergegangen ist? So ist es. Und jedes Mal, wenn ich ein Land bereise, dem selbst der Untergang bevorsteht, werde ich ganz sentimental. König Ivan, dass du mich vor dem sicheren Hungertod bewahrt hast, werde ich dir mein Leben lang nicht vergessen. Glaube ich. Das Buch, das ich dir vorhin gegeben habe, schenke ich dir. So werde ich auch in Zukunft den Geschmack meiner alten Heimat nicht vergessen. Wie meinst du das? Vielleicht hätte ich mich direkter ausdrücken sollen. Was ich meine ist, dass ich in Zukunft in Minneapolis wohnen werde. Was? In Minneapolis? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... Ui! Alterchen, wenn du glaubst, dass du dich bei uns durchfüttern lassen kannst, dann bist du schief gewickelt. Klar, wer essen will, der muss auch arbeiten. natürlich. Doch, natürlich. Ich werde euch als Geoteriker zu Diensten stehen, solange ich lebe. Ja, das so viel verlange ich gar nicht, aber gut, wir sehen uns in Minneapolis, Sicario. Fantastico. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen neuen Typen bei uns zu Hause. Das finde ich gut. So, gehen wir mal zum Wuffelplatz. Da müssen wir nämlich auch nochmal hin. Und dann können wir hier den Sack zumachen. Da haben wir nämlich endlich wieder diese Roswelder Pink dabei. Roswelder Pink. Schwarzwälder Kirsch. Da ist er nämlich. Na? Kanunda so. Alles klar. Wenn du den Roswelder Pink gefunden hast, dann bring sie sofort zu mir. Versprochen, ja? Hier, bitteschön. Oh, Jüngchen, dein zufriedener Gesichtsausdruck heißt doch nicht etwa... Doch, ich hab sie. Hier ist die Roswelder Pink, die du haben wolltest. Die sieht gut aus, ne? Die sieht lecker aus. Heute einfach nur Imbiss, die letzten vier Parts, ne? So lecker. Warum guckst du so? Habe ich irgendwas ins Gesicht? Nein, ich werde überrascht, wie jemand so genüsslich essen kann. Na. Pass auf, Grünschnabel. Etwas so Verzügliches wie die Roswelder Pink einfach so zu essen, macht nur komplette Laien. Leute wie ich wissen zuerst die Aufmachung zu schätzen. Dann lässt man sich vom Aroma verzaubern und danach beginnt man zu essen. Da ist dann dieses unvergleichliche Gefühl und Geräusch beim Biss in die Torte. Und erst der vertreffliche Geschmack, der auf der Zunge zergeht. Ja, ein wahrer Süßigkeit, na, wie ich genieße deine Süßigkeiten mit all deinen fünf Sinnen. Ja, ich verstehe. Danke für die Info. Dank dir ist mein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, Junge. Im Namen aller Süßigkeiten-Fanatiker danke ich dir. Vielen Dank. Ja, und jetzt? Ey, Brudi, ich dachte, du kommst... Du warst doch. Da stand doch. Und ich dachte, ich könnte ihn. Aber nee. Oh, Mist. Oh, wie soll ich denn dann die 100 Leute vollkriegen? Ich gehe mal erstmal zum Eulenmann. Eulenmann, was machst du da? Sternerbsen, ja. Vario-Schoten, ja. Sehniges Fleisch, ja. Gute Laune. Coole Eier. Feuererbsen. Chili! Vom Leder gelassen. Blizzard Blaster. Guck mal, das habe ich doch alles. Das ist doch krass, so Dingo, ey. Eine Sternerbse. Ach, ich habe alle 12 voll. Ja, dann möchte ich jetzt erstmal Bericht erstatten. Ausgeflippte Robos. Ja. Eine Roboter-Patrioten sind aus der Roboter-Fabrik gefallen. In Goldorado ist es Brauch, vor einer wichtigen Weissagung eine besondere Speise zu essen, die eine Zutat enthält, die einen den Nachthimmel schmecken lässt. Könntest du diese Zutat besorgen? Ich habe sie dabei. Fantastisch. Göttin mit Hang zum Hang. Das Motto des diesjährigen Kochwettbewerbs lautet Meer versus Berge. Verhilf den Bergen zu neuen Höhenflügen und besorge ein paar Zutaten aus den Bergen. Wieso? Wenn ich vielleicht mit dem... Also, ja. Auftrag ist Auftrag. Da hätten die anderen auch einen Auftrag ausschreiben müssen. Bei einer Familie Goldorados ist ein fleischiges Tofu-Fleischgericht sehr beliebt. Sie haben bei uns das nötige Fleisch bestellt, um ein Festmahl veranstalten zu können, von dem die ganze Familie satt wird. Tofu-Fleisch? Fleischiges Tofu? Was ist mit den Jungs hier los? Sinniges Fleisch ist kein Tofu. Ein total auf Knöpfe versessener Junge vom Lande sucht nach seltenen Exemplaren, die sich noch nicht in seinem Besitz befinden. Er sagt, dass jeder Knopf ein Unikat sei und bestellt sie am laufenden Band. Da kann ich gerne. Gute Laune-Knöpfe. Ein Partygirl aus Merkorb will für eine Überraschungsparty einen Kuchen backen und wir sollen ihr die Zutaten bringen. 4 coole Eier. Ha! Und wenn wir auch eingeladen sind, hat sie gleich 2 mehr. Ein altes Mütterchen möchte seinem Enkel ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihm seinen geliebten Bohneneintopf machen. Dafür braucht sie die besten Zutaten. Dein neuer Auftrag. Ja, bitteschön. 3 Feuererbsen. Kommt sofort. Ein Auftrag eines verpassten Flossersoldaten. Er sucht ein stimulierendes Mittel, um bei der Patrouille im Palast nicht zu ermüden oder zu gehen. Soldaten müssten schließlich den Frieden wahren. So ist das.
Delikatessen parfait. Ein Café bietet ein Parfait vollgepackt mit Früchten an, was ihm einen Zustrom an Kunden beschert. Auch heute stimmen die Verkaufszahlen wieder und sie brauchen mehr Früchte. Und ich muss das wieder machen. Business skaliert nicht, Maschmeyer ist sauer, aber ich muss wieder arbeiten. Eine reiche Person besitzt einen großen Garten. Jetzt hat der Besitzer eine Bitte geäußert. In seinem Garten ist nur langweiliger grüner Rasen. Er will, dass dort mehr Blumen zu sehen sind. Kannst du seinen Garten zum Erblühen bringen? Bestimmt. Bitteschön, keine Aufträge mehr. Wir machen jetzt noch weiter hier. Ist mir egal jetzt. Sternerbse und Blizzard Blaster ist auch alles cool. Habe ich bestimmt alles. Boah, dann wollte ich jetzt mal loslegen. Ich möchte Bericht erstatten. Eine äußerst seltene Erbse. Hier ist eine Anfrage von einem Autor. Ich hörte von einer Erbse, die an einem strahlenden Sternenhimmel erinnert. Ich würde gerne mal eine Speise mit ihr verfeinern. Könnte mir jemand diese Erbse beschaffen? Ich habe 48 Stück davon. Da kann ich auch mal eine entbehren. Vom Leder gelassen. Die Jugend Fenners ist von fremden Kulturen fasziniert. Besonderes Interesse hat sie an Mode. Wir wurden gebeten, Lederwaren zu besorgen, die einen wild und ungestüm aussehen lassen. Ja, komm. Nimm das mit. Ja! Okay, jetzt möchte ich Münzen tauschen. Und wehe, du hast keine Eierköpfe da. Der hat nie... Oh, Mann.